Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute in Pasing am Schererplatz, da wo die Pasinger Pfarrkirche steht, die seit letztem Jahr einen neuen Pfarrer hat. Die Emslander, Sie sind sehr jung. Ich kannte Ihre Vorgänger, die waren alle so ungefähr 10 Jahre alt, wie sie angefangen haben. Woher kommt das? Für mein Alter kann ich jetzt erstmal nichts. Also das ist so, dass ich glaube, ich halt jetzt dran war, diese Stelle zu kriegen. Ich habe mich darauf beworben, so ist es gelaufen. Ja. Und der Erzbischof hat gesagt, das passt, der Emsländer geht nach Pasing. Ja, so ist es zugegangen. Die waren ja vorher schon Jugendseelsorger gewesen, gell? Das heißt also, sie haben sich ja da bewährt. Und die Kirche muss etwas nach den jungen Leuten schauen, könnte das auch mit der Grund gewesen sein. Das könnte durchaus ein Grund sein, wobei der Sprung jetzt zu meinem direkten Vorgänger vom Alter her gar nicht so riesig ist. Aber dennoch merkt man natürlich auch den Priestermangel, also die Masse an auch älteren Pfarrern, die dann größere Stellen besetzen oder größere Pfarrverbände, die gibt es auch nicht mehr. Also die Jungen sind jetzt ein Stück weit auch an der Verantwortung. Und Gott sei Dank vielleicht für Kirche. Was muss man da eigentlich so machen als Jugendseelsorger? Also als Jugendseelsorger habe ich ganz viele Jugendliche begleitet, Gottesdienste gefeiert. Ich war ja für das Gebiet der ganzen Diözese zuständig. Also ich war auch viel unterwegs. Jeden Abend dann bei einer anderen Gruppe, Ortsgruppe. Also habe viel Gottesdienste gefeiert, viel Einzelbegleitung. Und im Erzbischöflichen Jugendamt ist es natürlich auch strukturelle Arbeit. Also denken, wie kann denn Jugendseelsorge in Zukunft ausschauen? Was brauchen Jugendliche? Also das waren so die Schwerpunkte als Jugendpfarrer. Naja. Und Begleitung heißt einfach mit den jungen Leuten reden und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Genau, also junge Leute sind schon vom Leben herausgefordert. Das, glaube ich, hat sich schon gewandelt. Was Leben anfragt, von Schicksalsschlägen über Berufswahl, wie auch immer. Und da als Seelsorger da zu sein und für die Jugendlichen ansprechbar zu sein, ein offenes Ohr zu haben, das waren Aufgaben. Ja. Eine ganz blöde Frage. Wissen die jungen Leute eigentlich nur, was eine Seele ist, oder muss man sie erst auf das aufmerksam machen? Wissen Sie, für mich war das in der Schule wahrscheinlich für Sie ja auch gang und gäbe, dass man von der Seele spricht. Aber das sind ja so Worte, die heute nicht mehr allzu modern sind. Ich glaube, die Jugendlichen, jungen Erwachsenen heute, dann nicht tatsächlich von der Seele sprechen, sondern erst einmal, mir geht so oder so. Und das ist ja eigentlich das Zentrum, und es geht, ob jetzt jemand das definiert als Seele, wie wir es vielleicht tun oder wie es die Theologie tut, darf ich jetzt nicht als das Wichtigste sehen, sondern zu wissen, mir geht es nicht gut, das kann nicht nur mit dem Körper zu tun haben, sondern vielleicht entscheidender mit dem Inneren. Ja, das halte ich für wichtig. Ja, engagiert sind Sie. Also wenn Sie mal da rüber schauen, da ist jetzt die Lebensmittelspendenausgabe der Münchner Tafel. Da sind richtig viele junge Leute dabei, und es liegt wahrscheinlich nicht bloß da, dass da Zeit Ferien sind, sondern weil die einfach sich auch einsetzen wollen. Ne? Genau, also das bewegt mich hier bei der Tafel von Anfang an. Das habe ich auch gesagt bei der Eröffnung, dass ich begeistert bin, wie dieses Projekt junge Menschen anspricht. Das ist natürlich ein klar umrissenes Engagement. Das macht es auch einfach, einmal in der Woche, so und so viele Stunden. Und es ist natürlich etwas ganz Spürbares. Also man kriegt sofort eine Reaktion auf das, was man tut. Genau. Und das, glaube ich, entspricht schon dem heutigen, wie junge Menschen sich auch einbringen wollen. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Steffen Horak, Damen und Herren, ist von der Münchner Tafel. Und Sie haben hier in Pasing vor der Kirche eine Ausgabestelle. Wie lange gibt es denn die hier schon? Die gibt es seit einem Jahr ungefähr, knapp einem Jahr. Das ist unsere neueste Ausgabestelle hier von der Münchner Tafel. Wir haben insgesamt 28 im gesamten Stadtgebiet und sorgen hier heute ca. 650 Gäste. Wann kommen denn die? Sie sind noch nicht da. Nee, also wir bauen jetzt gerade auf und ab 13.30 Uhr beginnt die Ausgabe. Und es dauert dann, bis der letzte Gast seine Lebensmittel bekommen hat. Und wer sind die Leute, die das machen? Das sind Teile unseres Ehrenamtsteams. Wir haben insgesamt 800 Ehrenamtliche, die unsere 28 Ausgabestellen mit Leben befüllen, die unsere Arbeit überhaupt möglich machen. Und das ist das Team Pasing heute. Das beeindruckt mich wieder. Also wie viele Leute sich dafür sowas zur Verfügung stellen. Und die Sachspenden, die Sie hier weitergeben, die kommen vom Pasinger Betrieben, oder wie muss man sich diese Struktur vorstellen? Also wir haben insgesamt 19 LKWs und unsere Flotte fährt im ganzen Stadtgebiet, aber auch außerhalb in ganz Bayern über 800 Abholpunkte an, um die 125 Tonnen Lebensmittel zu beschaffen, die wir jede Woche brauchen. Um 125 Tonnen? Absolut richtig, genau. Wir retten jede Woche 125 Tonnen Lebensmittel. Brauchen wir auch, weil wir zurzeit 22.000, nenne ich es mal, reguläre Gäste betreuen und auch 1.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Also das merkt man dann schon, dass da viele Leute da sind, die kein Einkommen haben.
23.000 Menschen versorgen wir, genau, im gesamten Stadtgebiet. Kennen Sie nur freiwillige Brauer? Auf jeden Fall. Jederzeit. Also wir brauchen immer freiwillig, gerade an so Brückentagen. Wir jetzt am Wochenende brauchen wir ehrenamtlich, aber auch vor allem Fahrer. Das merken wir gerade, dass wir immer wieder neue Fahrer suchen, die vielleicht einen Transporter fahren können für uns, um die Lebensmittel zu retten. Also bis 7,5 Tonnen, oder? Genau. Ja, B oder C1. C1 wäre super, B reicht aber auch für die meisten Fahrten. Und jederzeit herzlich willkommen. Einfach auf unserer Website schauen. Da gibt es alle Infos, wo man sich melden kann. Wir freuen uns über jeden. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute in Pasing. Morgen ist ja Fronleichnam. Und das Fronleichnamsfest hat eine Besonderheit in München. Die Münchner Pfarreien müssen nämlich zum Fronleichnamsfest mit der Hauptprozession mitziehen, mit einer Ausnahme, das ist Pasing. Pfarrer Emslander, Damen und Herren, ist derjenige, der also die Fronleichnamsprozession führen wird. Oder machen Sie zusammen mit Ihrem Kollegen, Sie haben ja nur eine Kirche in Pasing, ne? Genau, aber im Moment bin ich tatsächlich allein als Priester hier. Ich feiere zwar jetzt nicht allein Fronleichnam, Ruhestandspriester ist dabei und auch die Passionisten beteiligen sich, aber an sich bin ich der, der die Verantwortung hat morgen, ja. Passionisten sind ja diejenigen, die die Kirche betreuen, gell? Genau. Mhm. Warum gibt es eigentlich in Pasing diese Fronleichnamsprozession? Warum müssen Sie sich nicht dann einreihen im Stadtzentrum bei der zentralen Prozession? Müsste man jetzt den Kardinal fragen, der darf sich das wahrscheinlich wünschen. Nein, es hat historische Gründe. Pasing war ja eine eigene Stadt. Und daher hat man eigentlich nie die eigene Fronleichnamsprozession aufgegeben in den Jahren. Das Gute jetzt ist, dass wir nicht im mittleren Ring liegen. Das heißt, wir sind nicht aufgefordert von der Diözese, an dem Tag jetzt keinen eigenen Gottesdienst zu machen, sondern wir machen das so, wie es jahrelang und immer schon, möchte ich sagen, zu Pasing dazugehört. Wir feiern unsere eigene Fronleichnamsprozession. Was mich jetzt interessiert, Sie waren also vorher in Germering gewesen, ist es sehr anders, die Aufgabe eines Pfarrers in Germering, da waren Sie Kaplan gewesen, ne? Genau, ja. Das war also nicht Pfarrer, sondern Kaplan. Ja. Aber ist dieses Feld, dieser Acker, den Sie da bestellen müssen, um mit dem biblischen Bild zu sprechen, so sehr viel anders als hier in Pasing? Eigentlich nicht. Also ich habe mich schon mittlerweile irgendwie an den Münchner Westen ein bisschen gewohnt. Pasing ist ja auch im Münchner Westen. Okay. Und Germering auch und in Leim war ich im Praktikum. Also ich kenne jetzt die Gegend schon als Pfarrvikar in Nymphenburg. Also den Menschenschlag und auch das Städtische kenne ich schon ein bisschen. Ich glaube schon, dass jetzt Pasing nochmal ein Unterschied zu Germering ist von der Großstadt her. Germering war dann doch ein Stückler Dorf. Und Pasing ist Stadt, das merkt man sehr deutlich. Das hat alles seine Vor- und seine Nachteile, wie das immer ist im Leben. Ja. Wobei Pasing natürlich jetzt zwei Einrichtungen hat, die schon sehr speziell sind. Das ist einmal das Institut von den englischen Fräulein, das ist mittlerweile leider ein Altenheim geworden ist. Und dann gibt es hier eine Moschee, wo man sich auch anfangs, ich erinnere mich noch gut, ganz schreckliche Dinge ausgemalt hat. Und wissen Sie, was das Schlimmste war und was dann passiert ist mit den Muslims in Pasing? Die haben vorne beim Strobelbau immer den Hof voll geparkt, wenn sie am Freitag zum Freitagsgebet gekommen sind. Dann hat der das Tor zugemacht, dann war das auch geregelt. Also wie ist das so mit diesen beiden Geschichten? Gibt es da Wechselwirkung, gerade was jetzt auch das Institut betrifft? Also wir sind in guter Verbindung. Wie Sie es selber gesagt haben, es ist ein Altersheim. Also die Schwestern kennen leider viele auch nicht mehr raus. Ich bin ab und zu dort, um Gottesdienst zu feiern, so auch die Verbundenheit zum Zwang. Ihr gehört zu Pasing dazu. Ich glaube, die Schwestern beten viel für die Menschen in Pasing. Das ist so ein bisschen deren Auftrag jetzt nur im Alter des Songs auch selber. Und mit Blick auf die Moschee, also da würde ich sagen, dass wir eine ganz gute Verbindung haben zur Moschee. Es gibt den Pasinger Friedensweg einmal im Jahr, immer im Oktober, wo die Moschee auch dazugehört zum Vorbereitungsteam. Wir pflegen gute Kontakte, unkomplizierte Kontakte. Und ich glaube, es ist nach dem Jahr, wo ich jetzt da bin, kann man sagen, ein gutes Miteinander. Ja, also kein Gegeneinander oder sich anfeinden, sondern eher ein Eintreten. Friedensweg, habe ich gesagt, ist ja der Gedanke, der uns im Moment sehr nahe ist. Frieden. Wir brauchen wahrscheinlich nicht vieles dringlicher als das.
jetzt auch in unserer Nähe. Und wenn da Religion miteinander ein Zeugnis gibt, dann ist es ganz, ganz stark. Und das, glaube ich, gelingt uns recht gut. Der Pfarrer Emslander, Damen und Herren, Stadtpfarrer zu Pasing, kommt also nicht aus dem Emsland. Das ist ein völlig irreführender Name. Aber es war trotzdem interessant, wie dieser Name nach Mittenwald gekommen ist, wo Sie ja herstammen. Haben Sie da irgendwie eine Ahnung oder haben Sie mal Ahnenforschung betrieben? Also ich habe es ein bisschen probiert, so über die Verwandtschaftslinie herauszufinden. Okay. Tatsächlich kommt der Name Emslander ursprünglich aus Niederbayern. Also da gehen die Wurzeln zurück, die ich nachvollziehen konnte. Und da, also in Niederbayern bleibt es dann bei einer Mutmaßung, dass es eigentlich so ist, dass halt da mal ein Emsländer wahrscheinlich tatsächlich nach Niederbayern irgendwie gekommen ist. Und der ist als der Emsländer bezeichnet worden und daraus ist Emslander geworden. Und mein Vater, also meine Großeltern sind nach dem Krieg nach Mittenwald gekommen, haben ein Geschäft dort aufgemacht. Mein Vater hat meine Mutter dann eine Mittenwalderin kennengelernt, die haben geheiratet und somit ist Emslander jetzt auch im Mittenwald genommen worden. Unglaublich. Und geht denn in Mittenwald manchmal ab? Fahren Sie in Urlaub hier oder was gibt es denn da für Verbindungen? Es ist ja schön, solange es nicht düsig ist und der Himmel voller Wolken hängt. Ja. Also Mittenwald ist total schön und das ist nach wie vor meine Heimat. Das ist mir auch wichtig. Ich glaube, man muss gut wissen, wo man herkommt. Ja, ja. Und meine Eltern leben dort, meine Schwester mit Familie lebt dort, Freunde sind dort. Also deswegen gibt es natürlich eine feste Verbindung. Und ab und zu, wenn es die Zeit zulässt, bin ich auch dort. Tatsächlich im Urlaub fahre ich nicht heim, weil das dann kein Urlaub ist für mich. Okay. Also in Urlaub fahre ich dann doch noch mal ein Stück weiter weg. Darf man fragen, wo? Ja. Das sagt mir immer sehr viel über Menschen aus, was sie so als Urlaubsziel wählen. Ne? Also dieses Jahr war ich schon im Bayerischen Wald im Urlaub und fahre aber nur auf die Insel Amrum im Sommer, weil ich da genau den Kontrast genieße. Also den Blick aufs Meer und diese ganz andere Landschaft und den ganz anderen Menschenschlag, als wir das gewohnt sind, das gefällt mir einfach. Haben Sie das Heu mittlerweile schon abgelegt? Weil das Heu ist jetzt nicht das Wiesenheu, sondern das ist so ein Ausruf, den der Mittenwalder also gerne über die Lippen bringt, wenn man sich trifft. Heu! Also ich sehe schon, Sie sind gut informiert. tatsächlich kommt das manchmal schon noch durch. Und mein Verwaltungsleiter hier, der zirkt mich damit immer auf. Der hat das mal aufgeschnappt, wie ich Heu gesagt habe. Und der schreibt jetzt manchmal in der Mail Heu. Und dann kommt das Anliegen, was er will. Also so ist das Mittenwalderische tatsächlich im Pasing auch präsent. Pfarrer, ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr gern, danke Erna. Schön war's. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.